Hallo Freunde, willkommen auf der Alpenpanorama SEV2. Jetzt Version 2 scheinbar geht es schon der erste. Es ist für mich eine neue Karte, ich kenne die nicht, weiß nicht, ob es die im 19er schon gab. Es ist für mich die erste wirklich neue Karte, denn bis jetzt gab es Änderungen von der Oberon oder von der Elmkrieg. Aber keine eigenen Karten. Gut, Papenburg gab es, aber das ist auch schon eine 19. Die habe ich mit 19 aber schon ein Video darüber gemacht. Ich mache jetzt hier mal was Neues und guck mal mit die mal an. Die kenne ich noch nicht. Also Alpenpanorama heißt Österreich, Schweiz. Irgendwas der Richtung. Es gibt einen Fluss in der Mitte, der ist zweiteilt. Das heißt, irgendwo gibt es auch Berge. Da geht eine Bahnstrecke quer durch. Es gibt Felder links und rechts, es gibt sehr viele Verkaufsstellen, Produktionen. Und es gibt den Hof, der hier scheinbar in der Mitte steht. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Können wir mal gucken, was denn. Ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. So. Es ist rechtlich windig hier. Das ist mein Hof. Gut, dieses Gebäude rechts kenne ich von der Erlengrad. Es ruckelt. Okay, ich hoffe, das ändert sich mit der Zeit. Also wenn das so ruckelt, habe ich noch spielen keinen Spaß. Aber es speichert zwischen. Haben mir gesagt, das soll sich dann geben. Es gibt schon, was haben wir da? Traktoren. Das ist schon mal sehr gut. Da bin ich schon mal beruhigt. Einen gut gestückten Fuhrpark, wenn ich das so sehe. Was haben wir denn da? Kompakttraktoren. Einen. Ein Steyr. Ein mittelgroßen, ein John Deere. Den 7810. Das ist schon nicht schlecht. Ein Frontlader. Ein Schäfer. Ist das Ding Frontlader? Okay, Kompaktlader hätte ich jetzt gedacht. Und dann einiges an. Das ist der Standard, oder? Ja, das ist der Standard. Pickup. Einiges an Anbaugeräten. Also wir sind schon gut bestückt für den Anfang. Einen Waschplatz haben wir gleich eingebaut. Das ist löblich. Ihr wisst, ich mag sowas nicht. Ich mag diese Blitzwäsche. Ich hoffe, die kommt wieder. Einen netten Unterstand. Das ist alles schön mit Deko gemacht. Das lieb ich. Ja, das wisst ihr. Gartenhäuser. Ist das hier ein Kuhstall oder was ist das? Hä? Nee, ist kein Kuhstall. Ist ein Hühnerstall. Wow. Ein Hühnerstall mit Auslauf dahinter, super. Ein großes Silo. Das sind zwei Hühnerställe oder wie? Oder sind hier Schafe? Können Schafe sein, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich ist peinlich, wenn man sagt, weiß ich nicht. Ich weiß. Da hinten ist ein großes Gebäude. Das machen wir gleich. Jetzt gucken wir uns erst den Hof an. Eine nette Halle. Mit Sound. Wo nichts drin steht. Durchfallsilos. Gleich zwei, das ist immer gut. Alles schön eingezäunt, ein Blick in die Alpen. Ich nehme mal das in die Alpen. Gehe von aus, das müsste dann der Kuhstall sein. Es ist erschreckend. Ja, das ist der Kuhstall. Also da
Das Gezucke ärgert mich. Ist aber möglich, dass es wirklich an meinem Rechner liegt. Leitung soll es nicht sein. Ich habe auf meinen Karten nicht so ein Problem. Gut, also. Schauen wir, ob wir besser fahren können. Glaube ich nicht, jetzt wird genauso zuckern. Mal raus hier, weil das ist sehr laut. Die Reaktionszeit von meiner Tastatur zum Traktor ist sehr lang. Ein bisschen leiser wird, obwohl er tollen Sound hat. Also Alpen heißt, es geht rauf und runter. Wir sind jetzt da. Hier oben war Kuhweide, die haben wir auch noch da drin. Das war doch nicht das Riesending, was ich gesehen habe. Das ist die Kuhweide gewesen. Also, es gibt einiges zu sehen. Dann machen wir das nochmal. Wir fahren jetzt mal hier links und dann über die Brücke. Ne, vor der Brücke können wir hier rechts fahren. Gibt es da auch einen Alpenpanorama? Wir sind umgeben von Bergen. Nett, schön. Gelbe Zebrastreifen heißt, wir sind nicht in Deutschland. Heißt nicht über Österreich oder Österreich oder Schweiz, schätze ich. Wer Österreich ist? Das könnte Schweiz sein. Ich weiß es nicht. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst, aber es ist Alpenregion. Das erkennt man im Namen. Die Eltern kommen. Da kann man Zug mieten. Streiklager. Streiklager. Kenne ich nicht. Sagt mir nichts, muss ich sagen. Also, was ist ein Streiklager? Überhol mich mal, gut, dann können wir in Ruhe weiterfahren. Bushaltestelle haben wir ja auch noch. Da gibt es ein größeres Gebäude in den Hang reingebaut, das finde ich auch hervorragend. Schön. Das schauen wir uns mal näher an, ob das was Besonderes ist. Das ist auf jeden Fall ein grüner Punkt. Ein Riesenteil, eine Unterführung. So, da steht ein Kreuz und ich durfte nicht da durchschätzen. Ich war, hier ist vorbei. Ah, Mapende. Gut, das, aber ein Gebäude da steht, finde ich toll. Also diese Kreuze sind Mapende, ist in Ordnung. Also wir werden nicht erfahren, was für ein Gebäude das ist. Oh oh, oh oh, oh oh.
Und man sagt ab, da muss auch vorsichtig sein hier. Und ist mal weg. Also außerhalb des Map. Der Map ist es schwer zu fahren. Man muss auch vorsichtig sein. Gut. Das heißt, wir haben einen Punkt da oben. Ach, da geht's nach Felsbrunn. Das heißt, ich kann da nach Felsbrunn Ware liefern mit dem Zug. Aber ich kann da nicht hinfahren. Okay, das kenne ich ja schon. Rechts müsste der Viehhändler sein. Steht immer nicht hier dran. Viehhandel, genau. Brauchen wir nicht hinzufahren, wir fahren es mal geradeaus weiter. Es ruckelt nicht mehr so, als jetzt auffällt. Also mein Rechner hat sich an die Karte gewöhnt. Ging es mal eben schon los. Tankstelle. Ist das hier eine Verkaufspunkt oder ist das ein Restaurant? Das müsste ein Restaurant sein, ja. Pizzeria. Ciao Bella. Bin schon da, ich komme. Nett gemacht, gefällt mir. Hier links kommen wir dann noch zum Bauernmarkt. Sorry, wenn ich euch störe, aber ich muss da eben rein. Da war eine Kollision. Mit der Straße. Das ist der Bauernmarkt. Wieder eine Verkaufsstelle. Da ist eine Baustelle, da geht es nicht weiter. Also, dieser Tüte ist nichts mehr. Also, wieder zurück. Da vorne kann ich glaube ich rechts fahren. Felder alle eingezäunt. Oder viele. Ein Reh auf Straße, das muss doch nicht sein. Doch, das ist alles eingezäunt alles. Weil sie die Kollision haben, bleibt auf der Straße. So, wir müssen gleich links ab. Kann ich hier links rein? Hier geht's rein. Hier geht's links rein. Schön gemacht. Textur ist toll. Kies. Und da wächst das Grün zwischendurch. Also von der Deko gefällt mir die Karte sehr gut. Und jetzt geht's auch flüssig. Also da bin ich schon beruhigt. Ja, es gibt genug Felder, es gibt genug zu tun hier. Ein Kreisverkehr. Oh. Ja. Schon haben wir ein Zeichen hinterlassen. Macken ins Schild. Noch ein Kreisverkehr. Und was haben wir hier? Hier kommen wir zum... Eine Kalkstation gibt es hier. Eine Mühle, Produktion, super. Zuckerfabrik. Kann man die kaufen?
Eine Produktion kann man nicht kaufen. Okay, dann gelten die nur als Verkaufsstation. Okay, schade. Da oben kommt nicht mehr. Also fahr jetzt mal in die Richtung darüber. Es ist eine schöne Karte, es ist viel vorgegeben auf dem Hof. Und beim Einfassen, das ist schon klar. Man muss ja nicht alles machen. Ich weiß nicht, ob man das verkaufen kann. Geht vielleicht auch. So, was erwartet uns hier denn? Ja, speichern. Also, es gibt unheimlich viele Produktionen. Schreinerei. Noch eine Schreinerei. Zweimal Schreinerei. Bäckerei. Oben haben wir Elektroladestation, die hat man schon gesehen. Restaurant als Ablade. Käserei Erlengrad hat er mitgenommen. Sägewerk, Sägerät, Schreinereien, Kalkstation, es ist doppelt und dreifach drin. GLW, keine Ahnung, was das heißt. Lichti Chocolatier, ich denke, wir sind in der Schweiz. Spinnerei, Supermarkt. Was war das? Das GD, GLW. Schauen wir mal an, ob wir das sehen. Auch die Häuser, mir gefällt das, wenn die Häuser. Fahr vorbei, dann kann ich hinter dir herziehen. Diese Möglichkeit, in die Fenster reingucken, gefällt mir unheimlich gut. Alles nicht mehr so tot. Das muss die GLW sein. Steht leider nicht dran, was es ist. Schade. Weiß nicht, warum er da gebockt hat. Schien jede Kollision zu sein. Da ist die Kollision. Vielleicht war da mal ein Zaun oder. Das stört auf jeden Fall irgendwas. Nochmal zurück auch wieder. Da hat man was anderes gestanden. Man kommt nicht dran vorbei, oder? Das ist natürlich kontraproduktiv. Wir sind ja schon auf der anderen Seite wieder. Warum hast du Probleme? Hast du ein Gewicht vorne dran, das zu tief hängt? Das ist das, mein Gott. Nimm das Gewicht hoch, dann bleibst du nicht überhängen. Ja, das muss man wissen. Fährt es sich doch viel einfacher nicht. Nicht wie mit Handbremse. Ein Schiffchen, aber es steht. Schöner wäre es, wenn es schwimmen würde. Nee, das steht. Okay. Klar, dass sie dann an jeder Bordsteinkante hängen blieb. Kann ich da lesen, was ist? James Allen gerade. Mit Sound. Also arbeiten nur mit Gehörschutz.
Werbeschild stehen. Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für das Essen. Wow! Dann, vielen Dank, die Bauern. So, da. Erdengrad. Gehe ich recht in Annahme, das ist ein Umbau der Erdengrad. Denn da oben ist das Hotel. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Ja, das ist Enjoy Nature. Es ist ein Umbau der Erdengrad, so würde ich sagen. Ist aber kein Problem. Es ist schön gemacht. Da geht es auch nach Felsbrunn. Es geht oben nach Felsbrunn, nach jede Richtung geht nach Felsbrunn. Ich fahre jetzt mal die Panoramastrecke da hoch und gucke mir dann den Stall da unten an. Möchtest du vor? Fahr doch vor. Beginnt das Blinken nicht beim Rausfahren. Also auch wenn es die Erdengrad ist, umgebaut, mir gefällt's. Sieht gut aus, ich fühle mich wohl, das ist wichtig. Ja, diese Fahrerei war nicht meins. Der Trecker sie erschreckt. Das war jetzt nicht meine Schuld. Aber das heißt, diese Zäune haben keine Kollision, habe ich schon mal beruhigt. Und da jetzt mit dem Mähwerk drüber oder mit dem Big M, der überhängen bleibt, das hat mich geärgert. So ist die europäische Karte, gehe rechts rüber, das ist keine britische. Oh, an vielen Stellen eine schöne Aussicht, nette Häuschen hier. Ich muss sagen, ich habe die Erlegard nicht gespielt. Ich denke, dass das das jetzt war. Was soll's? Mir gefällt es, ich mag's. Hier hakt es wieder ein bisschen. Sie wieder angelegt mit dem Bergvolk, das ist nicht gut, die sind stärker als du. Also man kann hier nicht mit einem kleinen Fiat anfangen, also der kriegt diese Berge nicht. Da war jetzt ein Punkt. Das war die Weide. Das war die Viehweide, gut. Die war noch zu sehen. Und das ist der Hof. Recht groß. Dann gefällt mir. Sauber. Spricht wie die Schweiz. Ich weiß nicht, warum ich da reagiert, wo er soll. Der Trigger. Machst du immer auf. Jetzt hakt er wieder. Also da, wo mehr los ist, Produktion ist, da hakt er mehr. Da, wo nichts war, freie Fläche konnte ich eher fahren. Produktion hat ihnen auch nicht viel ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob es die Tierställe sind, die mehr Power benötigen. Oder sind es die Maschinen? Natürlich auch sein.
Wir sind zurück auf dem Hof. Wir sind mit Hackeln angefangen. Wir hören damit auf. Mein Fazit: ein schöner Hof, eine schöne Karte. Wenn das ein Umbau ist, hat sich gelohnt. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.